Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Smoker. Willkommen zurück zur 8. Folge von The Last of Us Part 1 für die PS5. Ja, es ist eine Weile her, dass die letzte Folge rauskam. Ich hatte jetzt irgendwie nicht so die Zeit, das Spiel zu spielen, weil ich habe mich war mit Steel Rising beschäftigt, was ich jetzt durchgespielt habe. Sehr geiles Spiel. Und ja, wird Zeit mal wieder The Last of Us zu spielen. Jetzt habe ich Zeit dafür und ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir in der 7. Folge aufgehört haben, nachdem wir Sam und Henry, hießen sie, glaube ich, getroffen haben, und wir jetzt mit den beiden versuchen, die Stadt zu verlassen. Und genau da werden wir jetzt weitermachen. Also, let's go! Okay. Achso, Hast du wieder das hier schon mal reinfinden. gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Das war hier, habe ich jetzt glaube ich alles im Moment erstmal. Ja, sieht wieder gut aus. Wie sieht unsere Munition aus? Ja, auch prickelnd? Gut. Ja, mal weiter. Natürlich Nacht. Schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Hey. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind. Aber klar kommt, was hier was ist. Das ist schon fast 2 Wochen her, wo ich gespielt habe. Schön gemacht. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Munition? Nein. Ja, los. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Ja, geil. Da raus. Hey, hörst du? Klicke! Ja, ich höre es, aber ich sehe nicht. Könntest du die mal ausschalten? Muss ich das nicht machen? Da drüben! Da! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Okay. Wurde gerade kurz gesehen. Ey. Eigentlich wurde jetzt Henry gesehen, aber. Irgendwas zum Werfen? Ist eigentlich nur noch der eine hier. Ja. Sieht mich. Ja, oben. Da oben sind zwei. Okay. Ich will erstmal den hier unten haben wollen. Ritter will ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, was ich mit dir da oben mache. Alter, komm mal runter. Wow. Siehst du das? Ja. So. Kommen wir, glaube ich, gar nicht hoch, oder?
Oh, sie ist auf jeden Fall runtergekommen. Wow! Da links, Mann! Schnappen! Wie du weißt? Du bist tot, Arschloch! Komm, geht aber mal alle her. Es waren eben noch zwei, jetzt sind es auf einmal 10 oder was? Gib mir Deckung! Brauch nochmal rein. Nein, nee. Aua. Ich stelle mich gerade an wie der letzte Dulli. Willst du mal treffen? Danke. L1 war rein. Okay. Geschafft. Wo sind die jetzt mal alle hergekommen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Wo sind die gekommen? Hier ist der Raum. Nee. Die wäre noch ein extra Raum. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich vermute auch mal, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Spiels geschafft. Weil es kommt schon noch einiges, also so schnell ist das Spiel noch nicht zu Ende. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Los! Los! Ja, gut, Munition verballert mit der Pistole. Hey! Sie sind hier drüben! Shit. Oh nein! Ja, genau. Erledigt. Los, kommt schon. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Schneller, schneller. Belly, gehabt dich! Aus dem Weg da! Okay, hol den hoch! Es tut mir leid. Wir hauen ab! Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Noch einmal und los! Wir bleiben zusammen. Geh schnell rein. Gut halt. Ja. So schnell ist die Freude, mach schnell! Eindringlich! Ja, sie hatten ja eigentlich viel noch Zeit zu schießen. Eigentlich. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Was ist denn da los? Wir haben sie wohl gefunden. Schwärmt aus. Vielleicht kommen sie hier lang. Ah, 2, 4 sehe ich. Schnappt ihn! Bei den Oh mein Gewalt. Komm, zeig dich.
Komm raus, du Mistkerl! Du doch. Oh Mist! Töte mich nicht, Mann! Bitte lass mich gehen! Ihr habt angefangen. Das nehmen wir mit. Mal sehen, was wir finden. Hast du das gesehen? Sehr gut, Kleine. Danke. Ich hab das gefunden. Du bist selbst eingesperrt. Jetzt. Gut, krieg ich wieder durch. Öffnen! Verdammt, los! So. Wir entwischen noch! Da! Sie werden zur Brücke! Los! 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 Wir haben Autos und nicht zu schützen. Kommt doch nicht. Oh, Scheiße. Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie! Keine Diskussion. Ellie! Verdammt! Au. Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Arschloch. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht bist zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Sind wir jetzt raus aus der Stadt? Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Brauchst du ihn? Ja, tu ich. Hey, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut, okay? Ja. Hey, wird nicht heimlich geredet. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Augen offen halten! Optisch. Mal sehen, dass das echt schön aussieht. Hier geht's dann weiter. Bauen wir uns mal auf dem Boot um. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Hier rein.
Dunkel. Ach, hier haben wir eine Hundemarke von Josh Scheffler. Ja, ein Comic. Hier ist noch einer. Was? Ah. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke, ich. Ah. Ich sehe hier kein Skelett. Hast du Glück. Vorne noch irgendwas? Nö. Gehen wir mal zu denen. Aber hier ging es doch auch noch weiter, oder? Ah, da ist noch mehr. Pistolenmuni. Irgendwas? Nein. Dann gehen wir zu Henry und Sam und Ellie und dann machen wir weiter. Oh, da liegt da ein Skelett. Ist ja nicht weit gekommen, Kollege. Ah. Dann weiter. Okay, zusammen. Na los. Packen wir es. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Hol die Lampen raus. Sam, bleib hier. Hast du es begriffen? Immer dunkler hier. Rechts oder links? Joel, wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier lang. Dann gehen wir hier lang. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Okay, ich muss vorerst hier drücken. Blockiert. Ellie, krieg mal da durch, bitte. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Oh, ich geh's, eine riesige Ratte. Da geht's ja noch weiter. Zu den beiden. Hier lang! Da vorne scheint ein Weg zu sein. Ja, nee. Passt hier. Und voilà. Das dachte ich mir. Vorrede. Bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette
Baby, unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher, wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal Kanalmaulwurfmann. Wünsch mir Glück, ich. Hä? War der Kapitän nicht auch ich? Okay. So, wir haben eben Erfahrungspunkte eingesammelt. Wie sieht's da eigentlich aus? Nummer 25. Fertigungszeit, ah, das ist nicht wichtig. Ah. Aber echt viele Morgen schon. Ich kann hier was machen. Ah, ja. Das ist wichtig. Oh, stärkere Waffe. So, Stufe 2. So, war's das hier eigentlich? Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Dunkel. Bei Aufnahme müsste man es eigentlich gut erkennen. Ist hier unten noch? So, da sind die nur lang gekommen, okay. Auch keine Infizierten sind. Ah. Bin ich hier raus? Wir das Wasser abdrehen. Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Es klemmt. Natürlich klemmt. Es wäre zu einfach gewesen. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Ja. Hey, Weiß. Das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Geh mal darüber. Mal tauchen. Ah, oh, hier hängt's. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Ich sehe mich mal um. Bleibt wachsam. Hier war schon die ganze Zeit keiner mehr. Mal hier rein. Ach, Ressource. Sven. Das brauchen wir für Ellie. Ah, ich höre Gegner, dachte ich mir. Oh, Scheiße. Nix. Oh, das ist ein Klicker. Das wäre ein normaler Runner. Ich hab noch 3 Messer, hä? Hab ich gerade eins benutzt? Jetzt habe ich eins benutzt. Hatte ich eigentlich 4 mittlerweile? Jetzt nochmal was von ich, dachte ich mir.
Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn... Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine abgedroschenen Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Ah. Irgendwas hier? Nein. Wo drin? Oma Elli und die anderen. Praktisch, dass das so eine Pelze war, ne? Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Hier hin? Ne. Wo ist es denn hier hin? Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Ich bin genau da, wo das Wasser rauskommt. Nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Wir haben irgendwie immer Saft. Okay. Wollt auch mit. Ich könnte auch hochklettern, oder? Sag's lieber nicht laut. Nicht? Hey, wir sollten jetzt los. Hallo? Hör gern mit rüber. Ach so, ich sag das doch. Komm schon. War da links, wäre es nicht so nass gewesen. Wir sind schon Profis darin. Fühlt sich keine Erkältung bei der ganzen Zeit im kalten, nassen Wasser. Was ist denn da nicht? Da wo Leute drin sind? Kann sein. Gehen wir da wirklich rein? Keine andere Wahl. Oh Mist. Wo? Eine Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Ausregeln. Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind, nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen, nicht rumschreien oder laut spielen, ins Versteck rennen, wenn der Alarm losgeht. Ah. Neue Waffe. Shorty. Okay. Shorty, hier. Eine Mini-Schrotflinte. Aha. Super. Und ein Upgrade-Heft. Beruhig dich. Hey Sam, stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Oh, Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Ich würde auch mal treten. Gemein.
Definitiv Messer. Ellie, klaust du schon wieder? Hörst du das? Ja. Infizierte. Leise. Hast du noch ein bisschen weiter weg? Achtung! Komm, geht's bei Meule. Siehst du das, Joel? Ah, ihr macht das schon, ihr habt Munition. Ellie, geht gut ab. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Frag dich, ich weiß. Oh. Wir haben lange keine Werkbank mehr gefunden, ha? Hier scheint der richtige Weg zu sein. Was ist denn da hinten? Ey, schub nicht. Ich hab Joghurt im Rucksack. Munition. Halt. Hallo Susan, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren, ziemlich klug Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung von am Rande, Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Aus was will man hier unten den Hackbraten machen? Da kommt nur ein Tier in Frage. Das ist Pui. Oh. Die jetzt mitnehmen? Hier brauche ich Messer, wa? Sie mussten nicht leiden. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Ah. Himmel. Hier ist eine böse Geschichte passiert. Scharfe Nahkampfwaffen verursachen mehr Schaden als stumpfe. Ist aber jetzt blöd. Na egal. Ah. Die erste scharfe Nahkampfwaffe, die wir gefunden haben. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Baumleiter könnte man euch easy da hochbringen. Aber naja. Stehst im Weg, Ellie.
Gehen wir mal hier durch. Weg da! Sam! Oh. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Klicker! Hey, das Ding bewegt sich nicht. Erstmal Pulver. Verschwindet! Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Das sind einige. Weg hier rausfinden, ja? Okay. Irgendwas ist man hier allein. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Nee, nicht diese Witter. Pfui. Keine Waffe gefällt mir. Aber da nur zwei Schuss im Magazin, nicht so geil. Geh weg. Wenn die Melodie noch läuft, denke ich mal, war es das hier noch nicht. Ja. Siehst du ihn? Da oben, ja. Hey, hier, Paul. Die sich verstecken, ey. Kleine garstige Hobbits. Ein Merkelfähiges nicht nachladen. Er ist geflogen. Du warst gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Erst müssen wir uns noch umgucken. Munition wäre jetzt natürlich nicht schlecht für Schrumpfblinde und so. Also. In der Schule? Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Kannst du die Leiter runterholen? Ja. Okay, dann müssen wir lang. Da liegt noch eine Zelle. Danny ist unsere Beschützer.
weht. Warte, bevor wir da hochgehen. Hinten war, glaube ich, noch was. Hier rein, nein. Oh. Für drei Werkzeuge. Es waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus. Werkstufe 3. Munition. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Dann gehen wir zu der Leiter. Ich denke mal, wir haben alles. Hier wollen wir auch schon. Mach schon. Na bitte. Gut gemacht. Ist das Ellie? Na ja. Los. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Sam! Schnell, es sind viel zu viele. Ja. Ellie, geh weg von der Tür. Wir müssen zusammen versuchen. Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Alle nach oben! Na los! Ganz schnell! Um zu gucken. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Na los, Sam! Du bleibst nicht hier drin! Was ist mit dir? Ich komme klar! Komm schon! Los! Meine Sicherheit. Ja. Achtung! Mist. Dann mal los. Das ist interessant. Hey, der Witzka. Frische Luft. Seht mal da. Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Oh. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja. Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber
Wir haben es geschafft. Ja. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Das ist auch ein Stück. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Werkbank wäre jetzt mal nicht schlecht. Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ja. Tischtennis. Und ich spiele auch noch ein Werkzeug. Hier. Okay. Geh nochmal hoch. Da steht was. Ich habe eine Waffe. Wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Ich zweifle, dass du noch lebst. Was? Nein. Schieße sofort. Hallo? Hier unten waren nette Leute. Ja. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Oh, ich kann reden. Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ja, wenn es ums Überleben geht. Und was herstellen? Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Oh. Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Aber 5. Bist du jetzt 25? 120 Jahre, ne? Oh. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Ah, oh, hier ist bestimmt eine Werkbank. Ja! Eine Werkbank. Was ist das? Okay, dann mal los. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Rot würde ich gerne nochmal. Niemals. Joel? Ja, 111. Trotzig. Gut, also 5 Werkzeuge gibt es auf jeden Fall noch. Mal einen Bogen noch machen. Schneller nachladen, klingt gut. Dann
würde ich gerne mal nach der kleinen Pistole gucken. Die hier. Die ist cool. Auch Magazinkapazität erhöhen. Nochmal. Weiß zwar nicht, wie er das macht, aber er macht's. Ja, nochmal. Schneller nachladen, klingt auch gut. Und das war's. Ja, aber nicht. Oh, das war's. So geht es doch. Wie viel fasst die jetzt? 5 Schuss. Mit den Hunden. Ja, und ab. Gucken wir uns mal hier um. Gehen wir nicht davon aus, dass hier noch Infizierte rumlaufen. Also im Moment zumindest nicht. Oder ist versperrt. Wir können hoch. Zelle. Kara, du bist der Mann im Haus. Solange ich nicht da bin, pass auf deine Brüder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein. Um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Da hier keiner mehr ist, glaube ich nicht, dass wir überlebt haben. Da, im Kinderzimmer, oder? Ja, scheint ein Kinderzimmer zu sein. Erstmal Munition liegen. Wo ist denn hier? Bist du okay? Ja, super frech. Verdammte Decke kommt runter, pass auf. Geh mal hoch. Pass auf. Hätten sie aber bei dem Einstieg vorhin eine Kanalisation machen können. Und was gefunden? Bitte. Oh, Erfahrungsbuch. Nahkampfwaffen verbessert. Der 2 Treffer länger. Nett. Sonst ist hier weiter nichts. Balkon. Ah. Was gefunden, außer das Bild. Hier ist noch ein Haus, wo wir rein können. Du hast 40 Zusätze. Sollen wir was machen? Ich spare mal auf die 100.
Auch. Da liegt noch ein Zettel. Eine offene Tür, mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich diese Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Ihr habt es leider nicht geschafft. Oh, ein Safe. Aber wo ist die Kombination? Die habe ich nicht. Leider. Vielleicht ist die ja hier noch irgendwo. Noch ein Comic. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Oh, jetzt ja. Was haben wir hier? Ah, 8:21:36. Okay. Ellie, guck mal hier. So. 8. Was ist das? 21. Ey, nicht so weit. Und 36. Okay, gut. Und mit diesem Safe-Öffnung würde ich sagen, beenden wir die 8. Folge von Last of Us Part 1. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Smoker.